Herzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Ich sag mal, Jörg, wo sind wir denn hier gelandet? In der Mondlandschaft. Ich muss hier schon meine Brille anziehen, meine Zauberbrille. Beam me up. Ey, das ist der Wahnsinn hier. Die Sonne scheint. Die Rückseite des Mondes. Hast du heute, wo bist, hast du mich hingeführt hier? Wahnsinn. Oh, Schiffe auf dem Mond. Schiffe auf dem Mond? Es ist irre. Guck dich das mal an hier. Es gibt Plätze, das ist sozusagen Liebe auf den ersten Blick und man weiß, hier bin ich richtig. Und dieser Platz, der war genau so. Was macht eigentlich einen Platz für uns zu einem besonderen Platz? Zum einen ist es natürlich das Land. Ja, wir sind wieder in Kroatien. Ey. Wir kriegen auch hier, muss das mal hier runterstellen, wir kriegen auch nicht genug von diesem Land. Aber jetzt frühstücken wir erstmal, guck mal, mit so einer schönen Aussicht. Ne? Und zum anderen die Lage. Also wir lieben es, vor allen Dingen an Plätzen zu stehen, wo wir ganz viel Natur um uns herum haben. Am liebsten an einem See oder am Meer. Der Platz unterteilt sich ja. Also wir stehen jetzt da. Und es gibt aber noch einen anderen Teil und den gucken wir uns jetzt mal an. Aber hier ist eine wirklich schöne Badebucht. Hier habe ich auch barrierefreien Zugang und das Wasser ist mega klar. So, und jetzt gucken wir uns den anderen Platz mal an. Auch sehr, sehr schön. Na, habt ihr den Platz erkannt? Er ist in Istrien und zwar unmittelbar an der slowenischen Grenze. Er gehört zur Istra Camping Gruppe und heißt Camping Savutrija. Hier gibt es wunderbare erste Reihe Plätze mit einer traumhaften Aussicht aufs Meer. Das Wahrzeichen dieser Gegend und auch dieses Platzes ist der Leuchtturm. Und dieser Leuchtturm ist der älteste aktive Leuchtturm an der Adriaküste. Kurz hinter dem Leuchtturm findet ihr den neuen Platz Camping Lighthouse. 2019 hat er die Türen geöffnet und ist das ganze Jahr geöffnet. 32 großzügige Stellplätze mit Strom- und Wasseranschluss und einer modernen Sanitäranlage findet ihr dort. Auch größere Fahrzeuge finden auf dem Camping Lighthouse genügend Platz. Ist jetzt ein komplett anderer Charakter, aber klein, aber fein. In unmittelbarer Nähe gibt es zwei Restaurants. Eins davon, das hat uns so richtig gut gefallen. Oh, das sieht aber schön aus. Zwar können wir nichts über die Küche sagen, aber optisch war das traumhaft. Ich glaube, abends ist das hier richtig cool. Oh mein Gott. Wow, immer wieder eine Reise wert. Die istrische Küche ist sehr vielfältig. Wildspargel ist übrigens ein absoluter Geheimtipp für den Frühling. Im Sommer natürlich die Meeresfrüchte und die Trüffel. Das ist natürlich etwas, was vor allen Dingen im Herbst überall an jeder Ecke zu finden ist. Wer gerne Fahrrad fährt, der kommt hier auch voll auf seine Kosten. Es gibt ganz tolle Strecken unmittelbar am Meer entlang und vorbei an einigen Beachcafés und anderen Cafés. Also Fahrradfahren lohnt sich. Wir hatten natürlich keine Fahrräder an Bord, aber wir sind die Strecke zu Fuß gegangen.
Natürlich ist dieses Land vor allen Dingen vom Wasser aus ein wahrer Traum und ein unglaubliches Erlebnis. Wer kein Boot dabei hat, der kann natürlich mit einem der vielen Anbieter eine Tour organisiert erleben. So, jetzt habe ich hier einen freundlichen, netten Herrn, der Deutsch spricht. Und der, also es gibt Bootsfahrten hier vom Platz aus. Und jetzt erzählen Sie nochmal, wie genau funktioniert das? Ich muss in den Bus einsteigen, hier vorne. Bei diesem Kreisverkehr, Café Bora Bora. Wir fahren von Novigrad bis Rovinj, Limfjord und zurück. Mhm. Man hat Touristleitung auf dem Schiff und hat Essen auf dem Schiff. Fisch oder Fleisch oder vegetarisch. Getränke, einige bei dem Essen. Wenn Sie möchten, was extra, Bier, Kaffee, Cola, man kann das extra kaufen. Okay. So, kostet 300 Kuna oder 40 Euro ohne Bus. Das wird mit dem Bus 7 Euro pro Person höher. Wir haben uns dann doch gegen die Fahrt entschieden. Im Rückblick betrachtet würde ich aber sagen, man sollte unbedingt mal eine Bootsfahrt machen. Aber es gibt natürlich unzählige Anbieter, vor allen Dingen auch Einzeltouren, wo man ein Boot mit einem Skipper mieten kann oder noch besser einen Bootsführerschein machen. Und ein Boot dort vor Ort mieten. Ist das nicht schön hier? Also, für mich gerade ein Megaplatz. Wir sind ganz begeistert. Jetzt gehe ich mal. Wir haben uns jetzt kleine Beachbike ausgesucht. Der wichtigste Punkt, wann ein Platz ein Traumplatz ist, das sind natürlich die Menschen, die Freunde, die Begegnungen, die man vor Ort hat. So, heute Cocktailabend mit Sonnenuntergang haben wir bestellt, ne? Oder? Cocktailabend mit Sonnenuntergang. Ja, Cocktailabend mit Sonnenuntergang. Anja hat ihre LSD-Brille auf. Unfassbar. Die muss man haben. Die Bar war nicht nur wunderschön und sehr chillig, sondern auch die Cocktails, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die waren einfach köstlich. Ja, Prost. Für uns das Beeindruckendste an dem Platz und ich glaube auch für viele andere Camper waren die fantastischen Sonnenuntergänge. Ich habe sowas wirklich ganz selten gesehen, weil es war eine ganz besondere Kulisse. Insbesondere die Boote, die auf diesen Stelzen hingen. Man kam sich fast vor wie auf Bali. Alle warten hier auf den Sonnenuntergang, ne? Jeder auf seine Art und Weise, aber es ist doch einfach ein Traum, oder? Und natürlich ist der Sonnenuntergang hier das beste Unterhaltungsprogramm auf dem Campingplatz. Also die Leute gesellen sich dazu, bringen Getränke, Stühle, manche auch ein Picknick mit und schauen den Sonnenuntergang, den Tag beim Gute-Abend-Jahren zu. Einfach nur toll. Ein wirklich traumhafter Platz zum Durchatmen. Im Schatten des Kiefernwaldes und inmitten der Natur, unberührt und dieser traumhafte Blick aufs Meer. Für uns der perfekte Traumtourplatz. Ein wunderschönes Fleckchen Erde. Magisch. Es war wirklich wunderschön, aber irgendwann kommt auch in der schönsten Kulisse ein Moment, wo ich dieses besondere Reisegehen oder diese Reise-DNA in mir spüre und ein neues Ziel irgendwie sich so in mein Köpfchen einschleicht. Kennt ihr das? Guck mich mal an. Guck mich mal an. Was? Ich habe einen Plan für morgen. Oh. Ich habe was reserviert. Nee, ne? Was meinst du denn wo? Überfahrt nach Schottland. Ja, was erzählst du denn wo denn? Was? Warte mal. Reserviert. Ja, schon gebucht, Restaurant? Reserviert. Nee, ein Campingplatz. Ein Campingplatz. Da, wo ich befürchte. Fängt mit C an. Hinter uns lagen schon viele tausend Kilometer und einige Wochen Tour und ich war super froh, dass Jörg mich noch zu meinem Herzensort fährt, so als Finale. Jetzt heißt es auf Wiedersehen, Dobrodan.
und willkommen. Ciao. Oder so ähnlich. Jörg kennt mich ja mittlerweile und meine Reiseimpulse und es ist für mich einfach ein unglaubliches Geschenk, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, der meine Reise-DNA von Herzen teilt. Und jetzt seht ihr so einen kleinen Ausschnitt, was ihr live nämlich auf unserem Instagram verfolgen könnt. Denn dort nehmen wir euch immer live auf alle Touren mit. Und nicht jede Tour schafft es dann eben noch auf den YouTube-Kanal. Wir überlegen nicht groß, fahren einfach los, tiefer entspannt. Tun, ne? Da hast du recht, das sieht aus wie so eine kleine Platte. Ne? Wir testen die jetzt mal.